Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen GTA Online Video und heute habe ich mal etwas, also heute kaufen wir, beziehungsweise, also wollte ich diesen neuen Wagen kaufen, diesen Karakar oder wie der auch immer heißt. Und ich habe gerade schon aufgenommen, habe auch alles getuned von dem Auto und dann wollte ich rausfahren aus der Garage. Ja, was passiert denn? GTA stürzt ab, Aufnahme ist überhaupt gar nicht da. Und ich hoffe jetzt, dass der noch ungetuned ist, aber ich glaube nicht. Also ich habe den jetzt getuned. So, und dieser Wagen kostet 1,7 Millionen Dollar, hat hinten eine Minigun drauf, also eigentlich nur ein Maschinengeschütz, glaube ich. Ich habe es halt zur Minigun abgegradet und er steht schon da vorne, Alter. Und ich habe den mal verglichen mit dem Dubster 6x6 und das ist nämlich der direkte Konkurrent, kann man das so sagen? Zumindest ist das auf jeden Fall der direkte Partner, sage ich mal so. Der auch 6 Reifen insgesamt hat. Und ich muss echt sagen, ich bin den vorhin auch schon mal gefahren, den Dubster 6x6 mal wieder. Und er war sehr, sehr nice. Und jetzt will ich halt den mal gucken, wie das ist. Ich habe hier Neonlichter, er sieht auf jeden Fall richtig nice aus. Ich glaube, es ist ein Dodge Ram oder ein Ford F150. Und ich bin jetzt mal gespannt, wie der so fährt. Ich bin hier gerade mal ein bisschen gefahren. Auch hier mit schönem roten Reifenqualm. Und er geht irgendwie gut vorwärts, habe ich gerade das Gefühl. Alter. Er ist auf jeden Fall deutlich größer als der Dubster 6x6. Sieht meiner Meinung nach zwar nicht ganz so nice aus, aber immer noch krass nice. Also gerade mit diesen 6 Reifen. Ich meine, schaut ihn euch mal an, wie lang der ist einfach. Und ich finde, er geht besser ab, also er geht besser ab als der andere. Halt, kann man doch hinten einsteigen. So, ich steige jetzt mal auf die Minigun rauf. Ja, moin, ich bin natürlich im Passivmodus gegangen. Geil. Da müssen wir jetzt einmal kurz warten. Und, what the fuck, ey, was macht er für Animation? Auf jeden Fall, ich finde dieses Auto eigentlich. Alter, ist die stark. Ey, die ist mega stark. Mal gucken, wie leicht der einen Laster umbringen kann. Yo. Also, wenn das eine Mini. Warte mal. Obwohl, doch, das dürfte eine Minigun eigentlich in echt auch so machen, glaube ich. Aber ich finde, der Wagen ist schnell. Kann die Minigun sich mal wieder richtig drehen? Ja, moin. Also es ist ja auch eine Art Geländewagen und ich habe auch die Felgen schwarz gemacht. Und ich muss echt sagen, ich finde den Wagen wirklich, wirklich, wirklich gut. Er ist ziemlich schnell irgendwie, also in der Ego-Perspektive. Ja, moin. Lol, Leute, seht ihr das? Man hat sogar eine Sitzbank. Ich glaube, das hat man nicht so oft. Und er ist halt relativ schnell irgendwie. Alter, jetzt muss ich mal Lester anrufen. Lester, wo bist du? Hier bist du. Er ist schnell. Also, man könnte natürlich auch. Also, man kann natürlich auch. Oh, aber er sieht eigentlich. Original, also von der Verkleidung her sieht er fast so aus wie der andere. Ich muss echt sagen, er sieht gut aus. Er sieht mega. Also ich finde gerade die Länge macht es halt irgendwie. Die Minigun ist sehr, sehr stark. Ich habe die auch maximal gepanzert. Ich bin mal gespannt, wie schnell der. Also gerade bei diesen langen Autos fahre ich sehr, sehr gerne Ego-Perspektive. Ich weiß nicht wieso. Okay. Also ich gucke jetzt mal auf die Tachoanzeige. Wie schnell kann er fahren? Und ich merke schon gerade, das ist das Interieur von dem Sand King XL, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Und da unten sieht man sogar eine richtig detaillierte Anzeige. Ach, guck mal, jetzt sieht man da auch. Weil er gibt das Kratzer? Nö. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, ob das Kratzer gibt. Ja, doch, gibt es. Ach ja, moin. Aber er ist richtig schnell, ne? Und man kann sogar hier diese eine andere Beschriftung drauf machen. Oh, doppelrot. Das ist ja mal mega. Und er ist halt ziemlich schnell irgendwie. Alter, wie toll.
schnell schubst du Autos um. Ja, moin. Also ich muss echt sagen, bis jetzt ist es einer der schönsten Autos, also die Geländewagen. Also gerade im 6x6er Bereich. Ich glaube, es gibt sogar nur zwei Autos, also deswegen. Also wenn ich mich jetzt entscheiden müsste zwischen dem Dubster 6x6 und dem Car, wie heißt der? Caracar. Ich würde, glaube ich, sogar den Caracar nehmen. Man konnte jetzt leider keine Federung vorne machen. Aber ich finde, er sieht einfach gut aus. Und also auch mit der Minigun hinten drauf. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Und ich habe gesehen, es passen insgesamt 5 Personen rein. Wahrscheinlich vorne 2, hinten 2 und dann. Hallo, aussteigen wieder. Ich möchte hinten zum Minigun. Okay, aber dieses Trittbrett ist schon nice. Ich finde irgendwie, also die Sekundärfarbe ist jetzt mattrot. Ich fand einfach, das stand im Auto am besten. Nein. Hallo, oh meine Güte, geht doch mal da hinten rauf. Ach, kann ich jetzt sogar schießen? Lol. Also ich drehe den mal wieder so hin und jetzt öffne ich mal alle Klappen. Das wäre natürlich witzig, wenn der jetzt auch alle. Ah, schade. Ich dachte, er eröffnet hinten noch dieses kleine Ding da, aber leider nicht. So, aber ich muss echt sagen, er fährt sich eigentlich relativ gut. Er hat eine sehr, sehr schnelle Beschleunigung. Jetzt im Geländewagenbereich, finde ich irgendwie. Und er ist auch relativ. Ich gucke mal jetzt um die Kurve. Also, er ist eigentlich auch ganz gut fahrbar. Also, wenn man jetzt irgendwo auf einer Fluchtsituation ist und jemand steht hinten drauf, dann ist er eigentlich gar nicht so schlecht. Also ich finde das Auto, muss ich echt sagen, eigentlich mega nice. Bum bum. Ach du Sche. Oh mein Gott. Ja, moin. Aber diese Federung ist auch krass, ne? Also wenn man den so fährt, ich finde die Federung gar nicht so schlecht. Und der ist auch ziemlich gut gepanzert. Oh, guck mal, man kann sogar darüber fahren. Ja, moin. Ja, eigentlich das mega nice Auto. Okay, Leute, ich würde sagen, das war es. Also für 1,7 Millionen. Jeder, der das Geld hat, kann sich den gerne kaufen. Ich glaube, der Dubster 6x6 kostet 250.000. Also deutlich günstiger, aber er hat ja auch keine Minigun hinten drauf. Ja, aber ich muss echt sagen, eigentlich. Okay, Leute, ich würde sagen, das war's auch mit dem heutigen Video. Wenn es euch gefallen hat, drückt den Daumen nach oben und vergesst auf jeden Fall kein kostenloses Abo dazulassen. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video, wenn es den neuen Helikopter gibt. Der kommt ja auch bald raus, der Sea. Ja, ich weiß nicht mehr, wie der hieß, aber auf jeden Fall kommt ein neuer Helikopter raus, der auf dem Wasser schwimmen kann. Und ich würde sagen, wir sehen uns bis dann. Macht's gut rein und ciao.